Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst hier in der Christusgemeinde Tenlohe. Ja, man hört. Dann rede ich ein bisschen lauter oder mal schauen. Genau. Danke, Harry. Ich begrüße euch alle hier im Raum und ich begrüße auch die Onliner, die per Livestream dabei sind und auch die, die per YouTube sich die Predigt vielleicht ein bisschen später noch angucken. Schön, dass ihr auch dabei seid. Genau, der Alex ist heute wieder da, Alexander Pauli, und hat uns die Predigt heute mitgebracht zum Thema geistreich leben. Schön, dass du da bist, Alex. Freuen uns. Mal wieder ein Heimatbesuch hier. Genau. Der Bernd wirft uns jetzt ein Foto an die Wand und ihr dürft mal schauen, was ihr da seht. Wer kennt es, was es ist? Ein Kleeblatt, genau, kein vierblättriges, sondern ein dreiblättriges. Frage, hat jemand eine Idee, was das mit dem Tag heute zu tun haben könnte? Trinitatis. Wow, genau, Trinitatis. Wir feiern heute das Dreieinigkeitsfest. Und als ich gestern so um unseren Weiher gegangen bin, oder auch schon die Tage vorher, hatte ich so gedacht, ja, ein Kleeblatt stimmt gar nicht, das ist aus dem Garten, auch gut. Kleeblatt erinnert mich irgendwie so ein bisschen an diese Dreieinigkeit Gottes, dieses Dreieinigkeitsfest Trinitatis, ist aus dem Lateinischen. Das Trinitas heißt Dreieinigkeit und es soll ausdrücken oder so ein bisschen ein Beschreibungsversuch sein für Gott, der zu dritt ist und doch eins. Ist ein bisschen schwer zu verstehen, aber wenn man so zum Beispiel, es gibt viele Vergleiche in der Natur oder wo auch immer, wenn man sich das Kleeblatt so ein bisschen anguckt, vielleicht kann man es dann so ein bisschen nachvollziehen, diese Vorstellung, dass Gott drei ist, er ist zu dritt, Vater, Sohn und Heiliger Geist, und doch ist er eins und doch ist Gott eine Person. Genau, und gemeinsam mit unserem Gott, mit dem Vater, mit Gott, unserem Vater, mit seinem Sohn Jesus und mit dem Heiligen Geist feiern wir heute diesen Gottesdienst. Genau, wir hören jetzt ein Lied aus YouTube, das so ein bisschen so eine Brücke bilden soll, so ein bisschen die Verbindung zwischen diesem Festtag heute, diesem Dreieinigkeitsfest, den Liedern, die wir nachher singen, und der Predigt. Ich wusste nicht, dass das passiert. Okay, alle wach, wunderbar, sehr schön, ja. Irgendeinen Nutzen hat es bestimmt gehabt, genau. Ja, schön euch zu sehen, schön mal wieder hier zu sein nach etwas längerer Pause. Ich freue mich, und heute auch mit einem schönen Thema, geistreich leben habe ich es mal genannt und möchte das ganz wörtlich verstanden haben, nämlich reich an Geist oder durch den Geist reich gemacht. Ja, so kurz nach Pfingsten brauche ich jetzt kein Ratespiel draus zu machen, um welchen Geist es hier gehen soll. Ihr wisst Bescheid. Aber wie ist das mit dem Reichtum in Bezug auf diesen Geist? Reichtum hätte man ja gerne immer in der Hand. So ein Koffer voll Geld oder so mit Goldbarren, da hätte man was zum Anfassen. Das hätte Gewicht im wahrsten Sinne des Wortes. Da wüsste man, woran man ist. Wir sind meist genügsamer als das. Ich glaube, die wenigsten von uns haben so einen Koffer mit Goldbarren irgendwo unterm Bett liegen oder so. Ist vielleicht auch nicht die sicherste Anlage. Aber was wir so ganz gerne haben, sind schwarze Zahlen. Ja, damit geht man schon zufrieden. Wenn auf so einem Stück Papier schwarze statt rote Zahlen stehen, dann denken wir auch, das hat eine Bedeutung, das hat Gewicht. Da verlassen wir uns drauf, dass das was gilt und wir damit ja handeln können und das was wert ist. Aber der Geist, der ist und bleibt schwer greifbar, und das wird auch schon deutlich, wenn man sich mal die griechischen, hebräischen Begriffe für Geist anguckt, also aus den Ursprachen der Bibel. Da haben wir Pneuma im Griechischen und Ruach im Hebräischen, und beides bedeutet im Grunde immer dasselbe oder verschiedene selbe Dinge, nämlich Wind oder Atem oder Hauch. Und das Spannende daran ist ja, dass das zwar alles aus unserer dinglichen Welt kommt, aber ausgerechnet die Dinge sind, die am schwersten greifbar oder begreifbar sind. Ja, also Luft, Atem oder was auch immer, das ist ja hier,
Aber wenn du da hingreifst, sagst du, ja, hier ist ja nichts. Hier ist natürlich schon was, wenn man genauer hinguckt oder hindenkt, aber es fühlt sich nach nicht viel an. Und du kannst das auch schlecht irgendwie in Säcke packen und so. Und selbst wenn, würdest du sagen, der Sack ist leer. Ja? So funktioniert das irgendwie nicht. Aber es ist nicht nichts, im Gegenteil. Ja? Man merkt die Anwesenheit dieser Dinge anhand ihrer Wirkungen oder man merkt die Abwesenheit dieser Dinge am Ausbleiben dieser Wirkungen. So einen leichten Wind zum Beispiel, den kann man wahrnehmen, muss man aber nicht. Also wenn ich euch fragen würde, gab es gestern Wind, müsste man vielleicht nachdenken und ihr würdet sagen, ja, ich weiß nicht, vielleicht auch unterschiedlich so einen Tag über, vielleicht ein leichter, aber meine Hand lege ich dafür nicht ins Feuer, ob so war. Aber Wind gibt es auch anders. Also Wind gibt es auch so, dass man ihn nicht bemerken kann. Ja. Kürzlich erst, der Name war nicht so einprägsam von diesem Sturm, aber ich glaube, ihr erinnert euch alle, vor 3 Wochen ungefähr, glaube ich, könnte hinkommen. Wir hatten da gerade das Herzschlag-Festival bei uns in Hersbruck, so eine Jugendveranstaltung, wo wir so ein Festzelt aufgestellt hatten. Und da waren wir dann Freitagabend drin, als so richtig die Post abging. Diesen Wind konnte man nicht bemerken, es ging einfach nicht. Und Wind kenne ich eigentlich nur so, oder Sturm, hinter 4 sicheren Wänden, so im Zelt war das nochmal was anderes. Ich habe dann mitgeholfen, so Zeltplanen zusammenzubringen, da gab es so Ösen, die gingen an sich schon schwer und mit dem Wind, wir haben am nächsten Tag die Finger noch geschmerzt, so sehr hat das gerissen. Ja. Also man merkt den Wind an seiner Wirkung, du kannst aber nicht drauf zeigen. Du kannst auf alles zeigen, was der Wind bewegt, auf den Wind selber kannst du nicht zeigen, den siehst du trotzdem nicht. Ja, und dann ist das auch mit der Luft so. Ne? Wenn die dir plötzlich wegbleibt, merkst du das auch wenn die vorher nicht groß sichtbar war, aber dir bleibt die Luft weg und du merkst plötzlich, wie viel daran liegt, dass da Luft ist und dass du sie atmen kannst. Ja, und so wie sich Wind und Luft nicht festnageln lassen, so entzieht sich auch der Geist Gottes irgendwie der genauen Beschreibung. Und man merkt auch eine gewisse Abwesenheit in der Bibel, er ist schon da, aber für viele Dinge gibt es so bildhafte Rede, ne? Gleichnisse über den Vater und den Sohn und das Reich Gottes. Beim Geist wird es irgendwie dünn. Es gibt ein sehr prägnantes Wort und das unterstreicht eigentlich nochmal, wie schwer es sagbar ist. Da sagt nämlich Jesus in Johannes 3, Vers 8, der Wind bläst, wo er will und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Und jetzt muss man sich nochmal bewusst machen, hier heißt jetzt, der Wind bläst, aber das ist eben genau dasselbe Wort wie für Geist. Also auch der Geist bläst, wo er will. Im Griechischen ist klar, es kann hier von beidem die Rede sein und das ist eben der Vergleich, dass das so sich so ähnlich ist, so unbegreiflich irgendwie. Und dennoch glaube ich, glauben wir, hoffe ich, nehme ich an, gleichermaßen an den Heiligen Geist, wie wir an Jesus Christus, den Sohn und Gott, den Vater glauben. Aber als was? Was ist er denn für uns? Was macht er? Und das ist jetzt vielleicht immer die Herausforderung, das auch so genau benennen zu können. Zunächst mal kann man vielleicht sagen, er ist die bewegende Kraft, die mich überhaupt erst glauben lässt, Glauben in mir weckt, die mich verändert, die mich mehr und mehr verstehen lässt, die meine Beziehung zu Jesus Christus und Gott dem Vater überhaupt erst ermöglicht. Und man kann noch mehr sagen als das, die diese beiden in mir wohnen lässt. Der Geist des Vaters oder der Geist des Sohnes ist ein und derselbe und er wohnt in mir. Und dass die in mir wohnen, ist eigentlich schon unverständlich genug, unbegreiflich. Das, was in mir wohnt, wir würden sagen, ja, wir haben so den äußeren Menschen und einen inneren Menschen, sprich eine Seele, würde man heute so gemeinhin sagen. Und das ist was nicht Greifbares, aber ja, es ist da irgendwie, ist das schon eine ganz gute Bezeichnung für das, was wir da wahrnehmen. Aber Gott als der Allmächtige, als der unendlich Große, wie soll der da reinpassen? Jetzt findet Paulus ein Bild und sagt, ja, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Und wir sagen, juhu, ein Bild. Aber stell dir fest, Moment, für den Geist ist das gar kein Bild, sondern für uns, wir sind der Tempel. Und jetzt wohnt Gott da drin. Und das war ja schon im Alten Testament ein Problem. Wie kann das gehen, Gott ein Haus zu bauen, wo dieser große Gott, der die Erde geschaffen hat, drin wohnen soll? Es bleibt irgendwie unbegreiflich, wie das vonstatten gehen soll. Aber vielleicht wird es besser verständlich, wenn wir mal einfach wörtlich bei dem bleiben, was Geist noch bedeutet, nämlich auch Wind, Atem, Hauch, also Luft im weitesten Sinne. Und das können wir vielleicht heute sogar noch besser verstehen als die Menschen damals, weil unsere Erkenntnis etwas fortgeschritten ist, in dem Fall in naturwissenschaftlicher Weise. Wenn wir atmen, dann wissen wir, wir atmen nicht nur ein und einfach wieder aus und dann kommt das Gleiche raus, wie reinkommt. Nein, es kommt eben nicht das Gleiche wieder raus, sondern
Ja, so das Restprodukt davon. Denn wir atmen Luft ein und dann macht unsere Lunge was ganz Erstaunliches. Sie filtert den Sauerstoff heraus, überträgt ihn in unser Blut und das Blut zirkuliert durch den ganzen Körper, um diesen Sauerstoff überall hinzubringen und insbesondere in unser Gehirn und über unser Herz wird das gepumpt. Und dann merken wir ja, diese Luft oder dieser Sauerstoff, der darin ist, der durchdringt uns ganz. Ja, er zirkuliert in uns, füllt uns ganz aus und wird im ganzen Körper gebraucht, um uns am Leben zu halten. Und das finde ich ist eigentlich ein ganz schönes Bild für den Heiligen Geist, als etwas, was uns ganz durchdringt, was in Bewegung ist, reingeht, rausgeht und ja, trotzdem immer da ist und wirklich Leben schenkt. Ich möchte mit euch heute über einen Text aus dem ersten Kapitel des Epheserbriefs sprechen, die Verse 13 bis 23, die lese ich euch jetzt mal vor. Genau hinhören hilft, weil der Text ein bisschen verschachtelt ist. Aber wenn ihr was verpasst, ist es auch nicht ganz, ganz schlimm. In Christus seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist die Anzahlung auf unser Leben, auf unser Erbe und die Erlösung seines Eigentums hin zum Lob seiner Herrlichkeit. Darum, nachdem auch ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben, durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Mit ihr hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat, und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. So, würde ich jetzt sagen, bitte wiederholt nochmal in eigenen Worten, was ihr gerade gehört habt. Es wäre echt schwierig, macht euch keine Sorgen. Ich will diesen Text auch nicht minutiös auslegen, sondern mich mal auf zwei Blickwinkel auf diesen Text konzentrieren und da versuchen, möglichst viel auch rauszuholen. Und mein erster Blickwinkel richtet sich mal auf zwei Begriffe, die hier vorkommen, die ich für schwer erklärungsbedürftig halte, aber wenn man sie erklärt, gibt es echt was zu gewinnen. Und zwar Pfand. Das kam hier im Sinne von Anzahlung vor in dem Text und Siegel. Ja, die zwei möchte ich mal genauer angucken mit euch und lese euch dazu nochmal etwas zusammengekürzt, damit es leichter verständlich ist, die ersten zwei Verse vor. Da heißt es in etwa, in Christus seid auch ihr, die ihr das Evangelium gehört habt, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand oder eben die Anzahlung auf unser Erbe? So, also mit dem Glauben an Jesus Christus sind wir versiegelt worden und spätestens da bin ich stutzig geworden und habe mir gedacht, ja, ist ja irgendwie komisch und jetzt frage ich euch mal, wann habt ihr zuletzt einen Menschen versiegelt? Wir könnten jetzt hier eine kurze Erzählrunde machen. Man wüsste irgendwie nichts zu erzählen, das wäre wirklich eine sehr kurze Runde. Ich habe das auch schon länger nicht mehr gemacht, kam in letzter Zeit irgendwie eher selten dazu. Siegel, was ist das überhaupt? Wir kennen das von früher, Briefe hat man versiegelt, das war dann irgendwie wichtig und so und hatte sicherlich auch einen Zweck. Heute macht man das eher weniger. Wo kennen wir heute die Siegel her? Aus der Nahrungsmittelverpackungsindustrie. Da gibt es dann so frische Siegelbanderolen über der Milchflasche, die zerreißt, wenn man es aufmacht. Oder es steht drauf, knackt beim ersten Öffnen. Ja. In all dem kann ich mich als Mensch jetzt relativ schwer wiederfinden. Was soll das für mich bedeuten? Gibt so ein schlechtes Gefühl der Verdinglichung mit. Also was bin ich, dass mir irgendjemand hier einen Stempel aufdrückt oder mich versiegelt? Was soll das Ganze? Darum habe ich mich entschieden, das einfach anders zu übersetzen. Nein, also nicht einfach so, weil ich sage, ich hätte da gern was anderes stehen, sondern weil ich glaube, das, was hier steht, meint was anderes, als wir hören, wenn wir einfach versiegelt sagen. Was könnte es denn meinen? Ich glaube, und das steckt im Wort auch schon innen drin, das bessere Wort wäre, wir sind beglaubigt
oder autorisiert. Und das möchte ich euch darlegen, warum ich das so sehe. Und zwar anhand des Gleichnisses vom verlorenen Sohn. Das ist wahrscheinlich hinreichend bekannt. Ich möchte es trotzdem nochmal anreißen. Wir haben also einen von zwei Söhnen, der sich relativ frühzeitig entscheidet, sein Erbe gleich auf die Hand zu bekommen. Und bevor der Vater also dahin scheidet, sagt er, zahl mir mein Erbe bitte aus. Und er nimmt es an sich, seinen Anteil, geht auf Reisen und verprasst alles. Das war vermutlich nicht seine Absicht, aber es war das Ergebnis seines Tuns. Und dann landet er also als Schweinehirte, das Schlimmste, was sich ein Jude vorstellen konnte, also ganz, ganz unten und war echt am Hungern. Und dann überlegt er sich, ich möchte doch zurückkehren zu meinem Vater, allerdings in dem Bewusstsein, dass ich nicht mehr als Sohn kommen kann. Und er legt sich so ein Sprüchlein zurecht, der Buße, und sagt, ich möchte zu meinem Vater kommen und sagen, ich weiß, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mein Erbe habe ich ja verprasst, so im Hinterkopf. Ne? Ich hatte schon alles, was mir zusteht. Ich komme aber in der Hoffnung, dass du mich aufnimmst als Knecht, als Arbeiter und dass ich bei dir zumindest bekomme, was ich verdiene. So. Und das hat er alles sich vorgenommen zu sagen, kommt auf den Vater zu und der Vater kommt ihm entgegen, ja schon ganz unerwartet, schließt ihn in die Arme, noch bevor er dieses Sprüchlein aufsagen kann und bittet seinen Haushalt, ihm etwas zukommen zu lassen oder gleich mehrere Dinge. Wisst ihr was? Habt ihr es im Kopf? Ein Gewand, genau, und Schuhe wären noch dran. Das war wahrscheinlich einfach das, was auf den ersten Blick sichtbar und nötig war. Der Junge braucht was zum Anziehen, wie der hier kommt. Und genau, ganz wichtig, ich habe es gehört. Der Ring, und zwar nicht irgendein Ring, sucht mal irgendeinen Ring, den ihr finden könnt, damit der Junge einen Ring hat, damit er nicht so nackt dasteht. Nee, das war nicht der Punkt, sondern es ging um einen Siegelring. Das heißt, mit einem, vielleicht einer Art Wappen, einem Zeichen, das ihn bevollmächtigt hat, das ihn letztlich autorisiert hat, im Namen dieses Vaters, im Namen dieses Hauses Geschäfte zu führen und sich auszeichnen zu können oder ausweisen zu können als zugehörig zu diesem Haus. Mit all seinen Folgen. Ja, was waren die Folgen? Es war ja damals durchaus so, dass auch Söhne mehr oder weniger als Besitz des Vaters verstanden wurden, auch die Frauen. Ja, man merkt das daran, die Frau wurde mit einem Brautpreis erkauft, die konnte auch keine Ehescheidung durchführen, sondern nur der Mann konnte einen Scheidebrief ausführen lassen. Also diese Vergegenständlichung gibt es irgendwie schon, von daher ist das Siegel nicht ganz weit weg von der Übersetzung. Und auch die Söhne im Alten Testament heißt es, die Söhne eines Mannes sind wie Pfeile in seinem Köcher. Ja, also das gibt ihm Prestige, das gibt ihm Stärke, sie gehören ihm, sind Teil seines Reichtums. Wer viele Söhne hat, gesegnet ist er oder sowas in der Richtung. Ja. Aber eben nicht nur in diesem dinglichen Sinn, jemand besitzt den Sohn, sondern der Sohn selber war viel mehr als nur ein Besitz. Und das wird ja deutlich daran, dass er eben nicht als Knecht aufgenommen wird, sondern als Sohn und dass das einen himmelweiten Unterschied macht. Und der Sohn nicht nur Eigentum war, sondern dass er Erbe war, dass er Teilhaber war an dem Reichtum des Vaters. Und das wird besonders dann deutlich, als der andere Sohn noch so ein bisschen schmollt und Schnürchen zieht, ne, und sagt, ja, ich will nicht auf die Feier gehen, du hast dem anderen, der jetzt alles verprasst hat, gerade ein Tier geschlachtet, wann hast du das jemals für mich gemacht? Und die Antwort des Vaters ist, alles, was mein ist, ist dein. Es gehört dir doch schon. Was sagst du jetzt, ich habe dir nichts gegeben, es gehört alles dir. An Jesus Christus zu glauben und durch den Heiligen Geist versiegelt oder beglaubig zu sein als Kind dieses Vaters, das macht uns also ja zu Erben dieses himmlischen Vaters. Alles, was ihm gehört, das gehört uns heute schon. Jetzt wird ja der Geist so als Anzahlung auf unser Erbe verstanden. Worin genau besteht diese Anzahlung jetzt in diesem Gleichnis? Ja, eben nicht die Auszahlung. Nicht, dass schon alles in der Hand haben und frei verfügen können und jederzeit alles tun können, was ich will, was ja auch nicht zum besten Ergebnis geführt hat, sondern in Form dieses Siegelrings hat man es irgendwie schon. Ne? Aber was ist jetzt genau so ein Siegelring? Was soll der bewirken? Der an sich ist ja noch nicht so viel wert, denkt man sich. Und von daher möchte ich euch nochmal in einer anderen Geschichte begreiflich machen, wie viel er eben doch wert war, so ein Ring, was man damit schon hatte. Und zwar anhand einer ganz abseitigen Geschichte, über die, glaube ich, eher selten gepredigt wird, nämlich die Geschichte von Juda und Tamar. Wenn ich euch fragen würde, wo steht die, wird es wahrscheinlich schon schwierig werden, weil man erzählt die Geschichte außenrum und lässt die einfach immer aus. Es ist nämlich die Josefsgeschichte. Juda ist ein Bruder von Josef
Und er hat eine Schwiegertochter, die bereits zweimal verwitwet ist. Die war mit zwei seiner Söhne schon verheiratet und er verpasst es, verschwitzt es, sie seinem dritten Sohn, wie es damals üblich war, zur Frau zu geben, was wichtig war, damit sie versorgt ist, denn sie ist bis jetzt kinderlos geblieben. Und ohne Kinder, ohne Mann warst du als Frau letztlich arm, ja, und hattest nichts, um über die Runden zu kommen. Und nun muss sie also zu einer List greifen. Ich erzähle das jetzt nicht als Vorbildgeschichte und sagt, macht's genau so. Ich hoffe auch, ihr findet euch nicht in ähnlichen Situationen wieder. Wäre eigenartig. Wir müssten reden, wenn es so wäre. Aber was ist passiert? Die wusste, mein Schwiegervater, der mir da aber schuldig geblieben ist, der geht auf Reisen. Ich weiß wohin. Ich reise voraus. Tut sie auch. Ist früher da als er, verkleidet sich als eine Prostituierte, verschleiert sich, sodass er sie von Angesicht nicht erkennt und lockt ihn in ihr Bett. So. Und dann haben die da Sex und das erfolgreich, kann man sagen. Und dann geht es hinterher natürlich um die Bezahlung. Also was bin ich dir jetzt schuldig? Ja, lass uns drüber reden. Böcklein, darauf einigen sie sich. Sagt er, ich bin auf Reisen, ich habe das Vieh nicht dabei. Das können wir machen. Ja, also ein Unterpfand, eine Anzahlung in irgendeiner Form. Auf Reisen hast du generell nicht viel dabei, also gibt er ihr seinen Stab und die Schnur samt Siegelring, die er dabei hat. Das ist kein geringes Pfand, also kann sie sich sicher sein, er wird gerne das Böcklein dagegen wieder eintauschen und das zurückhaben wollen. Ja, nur läuft die Geschichte nicht ganz so, sondern sie kehrt auch nach Hause zurück, wieder unter ihre eigentliche Identität. Er denkt, sein Siegelring sieht er nie wieder. Und dann wird sie aber schwanger. Deswegen sage ich erfolgreich, und zwar sehr erfolgreich, nämlich mit Zwillingen. So, nicht zu übersehen. Und plötzlich fängt die Familie an durchzudrehen und sagt, hier, die Frau ist eine Hure, die hat ja keinen Mann und jetzt ist sie aber schwanger. Wer hat eine gute Idee? Ich habe eine gute Idee, lass uns die Frau verbrennen. Okay. Schöne Wendung, und es wird noch immer schöner. Sie packt den Siegelring aus und sagt, der Mann, dem dieser Ring gehört, ist der Vater dieser Kinder. Das gibt wahrscheinlich tolle Erinnerungen, so in der Familienbiografie, wisst ihr noch damals, ne, als rauskam, ja, so heuchlerisch, wie das dann eben auch so war. Ne? Der Mann hat nur ein paar Sätze sagen brauchen, dann war alles wieder in Ordnung. Aber immerhin für die Frau hat sich alles gewendet mit dem Besitz dieses Siegelrings, denn A, sie wurde nicht verbrannt, das heißt, es hat ihr Leben gerettet. Und noch dazu wurde deutlich, ich habe einen Versorger, nämlich den Vater dieser Kinder. Und damit, ich als Mutter seiner Kinder bin auch mit versorgt. Und plötzlich war sie aus der Armut herausgekommen in den Reichtum. Ja, sie kam in einen völlig anderen und neuen Staat. Also so wie der Siegelring damals für sie oder unkomplizierter für den Sohn schon den effektiven Nutzen hatte, bevor der Sohn sein Erbe antrat oder bevor man alles in der Hand hatte, so wirkt auch der Heilige Geist für uns heute schon etwas, ja, und bringt uns in einen völlig neuen Stand und macht uns reich, ob wir das immer so greifen können und denken, wir können mit Geld um uns werfen oder nicht. Das ist nicht der Punkt. Aber ich möchte das noch weiter vertiefen. Das wäre mein zweiter Blickwinkel. Wie ist das mit dem wahren Reichtum? Worin besteht jetzt wahrer Reichtum mit Blick auf diesen Geist? Denn so eine Anzahlung in der Hand zu haben, gibt ja normalerweise auch Auskunft über das Ganze, ja, ein Teil des Ganzen. Jetzt haben wir also den Geist. Würden wir sagen, jo, so eine Hand voll Luft, ne? Ist ja recht luftige Sache so. Was ist denn das Ganze? Ein Container voll Luft, die Vorfreude steigt. Was mache ich damit? Was habe ich jetzt genau an diesem Geist? Kommen wir nochmal zu dem zurück, was ich am Anfang so thematisiert habe, nämlich den Geist als Atem, Atem, Luft, ja, zu verstehen oder ihn damit zu vergleichen. Wenn wir das so nehmen, der Geist ist gewissermaßen die Luft, die wir atmen, um ewig zu leben. Dann wird was draus. Denn wir wissen ja alle, unsere Lungen werden irgendwann den Geist aufgeben, und zwar selbst dann, wenn genügend Luft da ist. Die wenigsten von uns werden sterben, weil sie zufälligerweise, blöderweise in ein Vakuum geraten sind. Ja. Das passiert nicht. Wir haben eigentlich immer Luft zur Verfügung, aber irgendwann können wir sie nicht mehr holen, weil unser Leib versagt. Unser Körper, ja, tut nicht mehr, was er soll, und dann ist das Ende. Und der Heilige Geist ist aber der Atem Gottes, der uns Leben einhaucht, das nicht abhängig ist von einem intakten Körper, der uns Leben auf einer anderen Ebene gibt, ja, dem geistlichen Menschen Leben gibt und der auch dieses Ende überwindet und für die Ewigkeit sorgt, für ein Leben in Ewigkeit. Und dafür ist er die Anzahlung. Ja, man könnte natürlich fragen, gibt es denn etwas, was wertvoller ist als Leben? Im Grunde ist ohne Leben alles nichts. Ne? Das letzte Hemd hat keine Taschen, das weiß jeder. Du nimmst nichts mit, was auch immer du hier ansammelst. Also brauchst du das Leben als Voraussetzung, um irgendwas als Reichtum begreifen zu können. Und trotzdem gibt es mehr, nämlich ewiges Leben. Was wir nicht einfach so haben, damit, dass wir auf die Welt kommen, sondern etwas, was uns Gott schenken möchte durch seinen Geist. Und diese Ewigkeitshoffnung,
ist, glaube ich, heute echt schwer zu vermitteln vielen, ja, weil Menschen heute in der breiten Masse sehr viel abgesicherter sind als damals noch. Die Lebenserwartung, die wir heute haben, ist im Schnitt ziemlich hoch. Wohlstand oder vielleicht sogar Luxus sind relativ weit verbreitet. Ärztliche Versorgung ist beinahe jedem zugänglich. Jeder kann sich auf Rechte berufen, wer er auch sei, und ist bis zu einem gewissen, bei uns, wo wir leben, ziemlich hohen Grad gegen Gewalt und Willkür geschützt. Und für sehr viele Menschen ist es ja so, dass es Jahrzehnte dauern kann, für manche sogar ein ganzes Leben, um zu erfahren, dass diese Sicherheit, an die wir uns so gewöhnt haben, Grenzen hat. Und dass es hinter diesen Grenzen rau zugeht und die Existenz angegriffen werden kann, so richtig. Aber früher war das Leben insgesamt rauer. Es war angegriffener, es war schneller, öfter, heftiger in Frage gestellt. Kinderkriegen war risikoreich bei der medizinischen Versorgung, die es gab. Viele Mütter sind einfach bei der Geburt gestorben. Aber wie wir gerade aus der Geschichte mit Tamar mitbekommen haben, keine Kinder zu kriegen, war auch nicht die Lösung. Im Gegenteil, das war noch ein viel größeres Risiko. Krank zu werden, das konnte dich alles kosten. Arbeitslos zu sein, das konnte dich unter die Räuber bringen, also so, dass du selber einer warst. Eine geschiedene Ehe konnte dich an den Rand der Gesellschaft stellen. Und als Frau verwitwet zu sein, konnte dich für den Rest deines Lebens von der Mildtätigkeit anderer abhängig machen. Das heißt, ein abgesichertes Leben war kein normales Leben. Das war ein völlig überdurchschnittliches Leben. Und selbst die konnten viel schneller kippen von etwas Abgesichertem in die Katastrophe. Das heißt, die Aussicht auf ewiges Leben, das erfüllte eine tiefe Sehnsucht, die den allermeisten Menschen innewohnte, weil sie sagten, nichts Vergleichbares habe ich in der Hand. Und heute leben, glaube ich, viele mit dem Gefühl, dass ein wenig Glück reicht, um ein langes, ein reiches, ein erfülltes Leben zu haben und dass auch Tiefs grundsätzlich eigentlich überwindbar sind, dass es immer in irgendeiner Form ein soziales Netz gibt, was mich absichert. Und vielleicht kann ja die Corona-Pandemie zumindest dazu dienen, uns vor Augen zu malen, dass es nicht viel braucht, damit Menschen alles aus den Händen gleitet, dass selbst scheinbar sichere Existenzen plötzlich zerbrechen können. Und wem das noch nicht genügt, der erlebt dann plötzlich, dass ein Krieg auf europäischem Boden losbricht. Und auch da, keiner weiß, wie es weitergeht. Und natürlich, wir alle wollen überleben, wir alle wollen möglichst wenig beeinträchtigt werden von diesen Dingen. Aber wer garantiert es uns? Niemand. Niemand garantiert es. Es kann immer alles passieren. Aber ich darf durch meinen Glauben an Jesus Christus in der Hoffnung leben, dass dieses zerbrechliche Leben eben nicht alles ist, auch dann nicht, wenn es tatsächlich zerbricht, sondern dass Gott mir durch seinen Geist Leben schenken möchte, das unzerstörbar ist, unantastbar von all dem, was auf dieser Welt das Leben schwer macht und es angreift und es vielleicht sogar zerstört. Aber der Reichtum besteht nicht nur in ewigem Leben, sondern darin, dass der Geist uns durch seine Weisheit und Offenbarung hilft, Gott zu erkennen. Im Jugendkreis wurde ich mal von einer Teilnehmerin etwas kritisch gefragt, warum es denn so wichtig sei, immer alles zu verstehen. Also ihr merkt, ich erkläre ganz gerne Dinge, dass man sie verstehen kann. Und sie hat das mal so ein bisschen kritisch aufgegriffen, warum ist es denn immer so wichtig, das zu tun. Und wer mich noch ein bisschen besser kennt, der weiß, ich bin weit davon entfernt zu sagen, wir können immer alles verstehen oder wir sollen gar immer alles verstehen. Das schaffen wir bis zum Lebensende nicht. Aber immer mehr zu verstehen als bisher, zu erkennen, kennenzulernen, das ist das, was Gott sich wünscht, davon bin ich überzeugt und darum ist es wichtig. Es ist Kennzeichen einer guten Beziehung, dass ich mich für mein Gegenüber interessiere, dass mir etwas daran liegt, zu hören, was er mir sagen will und ihn auch richtig verstehen zu wollen, so gut es mir eben gelingt. Und Gottes großes Anliegen ist es eben, dass wir mit ihm versöhnt sind und darum mit ihm in guter Beziehung leben. Und gute Beziehung geht eben nicht ohne Interesse füreinander zu haben, ohne sich besser kennenzulernen. Und er möchte nicht nur irgendeine gute Beziehung sein, sondern die Nummer eins in unserem Leben. Und ist uns darum in Jesus Christus Mensch geworden, uns begegnet, hat durch sein Leben und Lehren alles daran gesetzt, dass wir ihn besser kennenlernen. Bis dahin, dass Jesus sagen konnte, wer mich sieht, sieht den Vater. Das ist doch Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Darum ist er doch gekommen, damit wir den Vater begreifen, damit wir etwas von ihm wissen und in Beziehung mit ihm treten können. Also immer alles verstehen, wenn man so formuliert, klingt doof. Ne? Aber es geht ja nicht um Fachwissen, so interessant das ist und so gerne ich drüber referiere. Aber am Ende dient das alles immer dazu,
Gott als Person kennen zu wollen, weil wir ihn lieben und weil er uns wichtig ist, so wie er uns liebt und wir ihm wichtig sind und er uns darum durch und durch kennt und sich nicht einfach abwendet und sagt, ich interessiere mich nicht für euch, seid wer ihr wollt. Und genau darin liegt auch der Reichtum, der uns mit dem Heiligen Geist angezahlt ist, dass er uns genau dazu verhilft, Gott immer besser kennenzulernen. Und darum kann Paulus das so im ersten Korintherbrief schreiben, der Heilige Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist? So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und genau das ist ja gerade das Thema. Was ist uns da eigentlich geschenkt? Worin besteht denn dieser wahre Reichtum? Und da muss man sich eben eins bewusst machen, ewiges Leben, weil wir damit angefangen haben, gibt es nicht an sich. Das ist keine Superkraft, die man erhält und sagt, schön, dass ich sie habe und jetzt lebe ich halt immer fort, ne, in irgendeinem Zustand, auf jeden Fall bin ich am Leben, sondern ewiges Leben ist per Definition Leben mit Gott, in Beziehung mit Gott. Nichts anderes ist ewiges Leben. Können wir das noch ein bisschen greifbarer machen? Was tut denn jetzt eigentlich der Heilige Geist? Was ist seine Aufgabe? Was gibt er uns? Ich versuche es nochmal mit einem eigenen Bild. Ich bitte euch, stellt euch doch einmal vor, ihr lebt aus Gründen für Jahre oder Jahrzehnte, vielleicht für den Rest eures Lebens, getrennt von einem geliebten Menschen, vielleicht sogar den geliebtesten Menschen, den ihr so habt. Warum? Vielleicht aus Kriegswirren wäre jetzt ein aktuelles Beispiel. Vielleicht sogar so, dass ihr auf getrennten Kontinenten seid. Zwischen euch ist ein Ozean. Keiner hat die Möglichkeit, zum anderen zu kommen. Aber ihr könnt kommunizieren und das tut ihr auch, weil da eine große Sehnsucht ist, auf ein Wiedersehen und darauf in Kontakt zu bleiben. Und so wird jeder Brief, jedes Telefonat, jedes Foto, jedes Video, das euch dieser Mensch schickt von dem Ort, wo er wohnt und an den ihr nicht kommen könnt, zu einem Schatz. Und ihr werdet diese Briefe aufheben und ihr werdet sie immer wieder lesen und ihr werdet anfangen, sie zu memorieren und auswendig können. Und die Telefonate, die werdet ihr euch auch merken. Ihr werdet euch erinnern daran, was gesagt wurde und ihr werdet euch an die Stimme des Geliebten erinnern. Und ihr werdet die Bilder, die ihr euch geschickt habt, nicht nur im Portemonnaie tragen, sondern in eurem Herzen. Und ihr werdet, wenn ihr die Augen schließt, dieses Bild vorm inneren Auge haben und sehen können, ob ihr dieses Foto habt oder nicht. Weil diese Sehnsucht zu tief ist und weil ihr diese Liebe, die so groß ist, nicht loslasst, obwohl die Distanz so groß ist. Und so wie diese Nachrichten und eure Fähigkeiten, sie euch einzuprägen, euer Herz daran zu hängen, so verstehe ich den Heiligen Geist. Denn auch von Gott ist gesagt, er wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann. Wir können nicht einfach hin zu Gott nur einen Schritt und dann sind wir da, sondern wir brauchen etwas, was überbrückt. Wir brauchen diese Verbindung. Wir brauchen etwas, was uns diese Liebe nicht aufgeben lässt und was alles zu einem besonderen Wert macht, was an Kommunikation zwischen uns entsteht. Und zuletzt soll uns dieser Geist auch die Augen dafür öffnen, mit welcher Kraft Gott in unserem Leben wirkt. Erleuchtete Augen des Herzens sollen wir haben dafür. Ich denke, wer lernen musste, wie zerbrechlich sein Leben ist, wer sich eingestehen musste, dass seine Kraft eben nicht so weit reicht, sei es wegen Krankheit oder wegen Versagen oder wegen äußeren Umständen, gegen die man sich einfach nicht wehren konnte, der kann sich dann besonders freuen, wenn ihm etwas gelingt. Und zwar nicht, weil er weiß, ich bin sowieso immer der Beste und alles gelingt mir und ich habe die Kraft zu allem, sondern der weiß, es liegt daran, dass Gottes Kraft in den Schwachen mächtig ist, dass er es schenkt und gelingen lässt. Paulus redet davon, dass es genau um die Kraft und Stärke geht, mit der Gott Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Also die Kraft, der im Grunde nichts unmöglich ist, die selbst das schafft, was für uns undenkbar ist. Mit der Kraft, mit der er ihn zu sich zurückgeholt hat, Himmelfahrt, ja, und mit der er seinem Sohn alles unterworfen hat. Und mit alles meint Paulus hier auch wirklich alles. Jesus Christus wird hier als Herrscher über das gesamte Universum beschrieben. Und nicht nur über, sondern in allem. Über hieß ja, dir ist alles unter die Füße gelegt und das kennen wir von manchen, denen zu viel gegeben ist, dass sie eigentlich gar kein Interesse mehr dafür haben, wer da ist. Ja.
sondern dass sie einfach nur noch drüber herrschen und sagen, mir egal, was da unten passiert, Hauptsache ich bin oben drüber. Ja. Und so ist es mit Jesus eben nicht, sondern für Jesus ist es dieses tiefe Interesse, diese tiefe Liebe, drinnen zu sein. Und nicht nur irgendwie gedanklich, ich bin gedanklich bei euch, sondern indem er selbst gekommen ist und ganz drin gelebt hat. Es geht auf seine besondere, ganz positive Art um absolut uneingeschränkte Macht. Und wenn wir das hören, uneingeschränkte Macht, dann könnte unsere erste Reaktion sein, da kann man ja Angst bekommen. Weil wir das kennen von Menschen, die zu viel Macht haben, dass es meistens korrumpiert, dass es kaputt macht, dass mit zu viel Macht auch zu viel angestellt wird, was Leben zerstört und nicht berücksichtigt. Und darum möchte ich das einfach mal umdrehen und nicht sagen, da kann man ja Angst bekommen, sondern da kann man ja Mut bekommen. Da kann man ja Mut bekommen, dass ausgerechnet ihm, Jesus Christus, diese Kraft gegeben ist, diese Macht über alles. Er nämlich, der nicht Leben kaputt macht, sondern es fördert, es gedeihen lässt, es erblühen lässt, der Leben schöpft und Leben fördert, der gesund macht und heil macht mit allem, was ihm gegeben ist an Kraft, der ist mit seiner Kraft für mich. Und Paulus ist dankbar zu sehen, zu welcher Liebe die Epheser fähig sind, denn an nichts anderem wird deutlich, dass Gottes Geist in uns wirkt, und dass seine Kraft am Werk ist, als wenn wir lieben und die Liebe tätig wird. Das ist die Spitze des Eisbergs. Bei allem, was Gott kann, ist die Liebe der Gipfel. Nichts ist größer als die Liebe, das ist seine größte Kraft. Geistreich leben, damit meine ich, dass wir, die wir an Jesus Christus glauben, mit Gottes Geist unfassbar reich beschenkt sind. Mit einem Leben, das in Ewigkeit besteht. Mit dem Vorrecht, mit Gott, den wir lieben, nachdem wir uns sehnen, heute schon im Kontakt zu sein und ihn immer besser kennenzulernen. Und mit Gottes grenzenloser Macht, die auf vielfältige Weise hier und heute schon in unserem Leben wirkt und ganz besonders in der Liebe, die wir empfangen von ihm und gleichzeitig zu der wir befähigt sind, sie anderen weiterzugeben. Das ist Gottes Geschenk an uns. Es ist unfassbar groß. Ich möchte noch beten. Jesus, ich bin auf der einen Seite so dankbar und auf der anderen Seite so erschlagen von all dem, was da ist. Es ist oft wirklich nicht so leicht greifbar und im Alltag vergesse ich es und bin schnell wieder bei den Sorgen und bei allem, was mir scheinbar fehlt und übersehe den großen Reichtum, der mir durch dich geschenkt ist. Ich möchte dich herzlich bitten, dass du daran grundsätzlich was änderst, dass du mir ein Bewusstsein dafür schenkst, was ich an dir habe, was du mir zur Verfügung gestellt hast und welcher Reichtum da ist, den ich gar nicht verlieren kann, den ich einfach habe durch das ewige Leben, das du mir geschenkt hast und durch die Liebe, die in mir wirkt. Danke, dass du so gut mit uns meinst und dass du uns Worte gegeben hast, es auszudrücken und zu verstehen und deinen Geist, dass es wirklich ins Herz sackt und an Bedeutung gewinnt für unser Leben. Amen. Ja, und ich darf und möchte euch den Segen Gottes auch noch zusprechen. Dazu dürft ihr euch wie immer gerne erheben. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Ja, in diesem Sinne, fröhliches Beisammensein noch. Sagst du noch was dazu? Nee, war schon alles gesagt, ne? Ja, sonst einfach herzliche Einladung. Ich habe gehört, es gibt eine Hüpfburg, ist vielleicht nicht für jeden, vor allem nicht gleichzeitig, aber es gibt auch was zu essen und was zu trinken. Ich glaube, das ist eher was für jeden. Kommt gern dazu, ich bleibe auch noch, wird, glaube ich, schön. Kaffee gibt es auch noch. Wahnsinn. Und Kuchen, hört gar nicht mehr auf. So, wir lassen uns überraschen, was sonst noch alles kommt.